Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr unter Windows euch eine feste IP-Adresse einstellen könnt. Natürlich muss die im Netzwerk auch frei sein. Optimal eine, die nicht vom DHCP-Server als Beispiel Fritzbox vergeben wird. Zunächst gehen wir auf Systemsteuerung. Wenn wir das nicht auf dem Bildschirm haben, geben wir einfach hier Systemsteuerung ein und klicken drauf. Dann haben wir hier Netzwerk und Freigabecenter. Früher ging das auch noch hier rüber, aber seit dem neuesten Update von Windows 10 auf die Version 17.09 ist dies nicht mehr möglich. Gehen wir nämlich hier auf Ethernet. Je nachdem, ob ihr mit WLAN oder mit LAN verbunden seid, halt die Netzwerkschnittstelle, die ihr verwendet. Geht auf Eigenschaften, muss natürlich Administrator sein, sonst funktioniert das nicht. Und dann haben wir hier Internetprotokoll Version 4, IPv4, genau. Klicken doppelt drauf. Primär wird es immer vom DHCP-Server vergeben und wenn wir jetzt eine feste haben wollen, geben wir einfach eine IP-Adresse ein. In meinem Fall habe ich den Bereich 178 und dann geben wir zum Beispiel hier die 9. Da macht er automatisch die Subnetzmaske, die man auch überprüfen kann, indem man IP-Config im CMD eingibt. Und der Standard-Gateway ist in dem Fall immer der Router, der ins Internet führt. Genau, und das wäre dann die 1 in unserem Fall. Den S kann man entweder auch das Gateway benutzen oder halt auch wie zum Beispiel den Google DNS mit 8888. Wenn man dann auf OK drückt und die IP-Adresse nicht vorhanden ist, wird die hinterlegt und man kann ganz normal dann mit der so weiterarbeiten. Primär ist das interessant, wenn man zum Beispiel Switch oder ähnliches einrichten möchte, dann gibt man die IP-Adresse, die auf der Rückseite steht, als Beispiel. Meistens ist es die 0 oder die 1.2 oder 1.1 ist der Switch, bevor er eingerichtet wurde und dann kann man hier ganz normal einfach sich anstatt der 1.1 einfach die 1.2 geben und dann kann man direkt auf den Switch zugreifen. Ja, das war's in unserem Fall schon. Bei Fragen unten in die Kommentare, für einen Daumen hoch würde ich mich auch freuen. Dankeschön!